Jo, moin Leute und willkommen zurück zu einem neuen Elsword-Part und dieses Mal schauen wir uns den Dungeon Eldritum-Verteidigungskampf oder irgendwie auch immer. Der heißt, kein Plan, ich hab's nicht drauf geachtet. Ja, schon wirklich zu heißen. Schauen wir uns dieses Mal an und ich spiele den gerade zum ersten Mal. Deswegen würde ich sagen, wir lassen das einfach mal durchlaufen. Denn irgendwie braucht man hier Eintrittskarten und die habe ich irgendwann mal bekommen, zumindest drei Stück und ach, ich habe keine Ahnung. Ich war jetzt wieder eine Ewigkeit kein Elsword mehr. Muss ich jetzt einfach nur killen oder? Alles klar. Das sind ja solche unsterblichen Kröten hier. Da muss ich jetzt nur auf den Typen da. Kann man ja einfach. Ich verstehe diesen Dungeon nicht. Ah, okay, das ist da schon mal der Boss. Ja gut, und was passiert jetzt so? Können wir Hyper machen? Ach, er macht den Move des Zollers, er portet sich weg, okay. Ah, alles klar. Also ihr merkt schon, ich bin auf dem aktuellen Stand, ich verstehe diesen Dungeon. Nicht. Also ich glaube, ich muss ja einfach jetzt nur kämpfen und den Typen irgendwie besiegen. Die Frage ist, macht es die Dinger überhaupt anzugreifen oder spawnt er die eh neu? Ups. Aber jetzt bitte mal. Ich bin gerade echt unsicher. Ich kann ja einfach mal draufhauen. Okay. Oder die hauen auf mich drauf. Das muss ich hier machen. Einfach nur die Viecher hier wegrecken oder was? Oh ne, da scheint diese Null zu spawnen. Wo ist denn der Typ überhaupt, ey? Das wüsste ich gerne mal. Meine Güte. Jetzt weiß ich auch, ob ich gehe jetzt, weil ich mir nicht gespielt habe so lange. Ich will auch mal. Ist der schon wieder weg? Wo ist denn der? Das ist ja so ein Typ, der immer von links nach rechts geht, die PvP. Nicht aufregen, ganz ruhig bleiben. Ach ja, alles wird gut. So, wenn ich jetzt im Spaß beiseite, ich muss diesen Typen hier besiegen. Was kommt danach? Ja, das dauert mir jetzt schon zu lange. Also ich schätze mal, dass man dafür bestimmt in der Gruppe spielen soll, aber wenn sich da keiner anmeldet, kann ich da auch mit keiner Gruppe reingehen. Och Mann, das hasse ich bei LP. Ich mache einen coolen Skill, bevor der ausgeführt ist, poll er sie einfach weg. Aber LP ist ja so krass OP. Okay. Haben die den schon wieder genervt oder was? Ich mache keinen Schaden mehr. Ach, wo ist denn der? Oh, das war der Angriff. Das sah ja aus wie so ein alter Grafikbug. Ohne Scheiß, wo ist der? Ach, hier. Ich durfte meinen Hyper mal treffen. Ich muss mal schauen, vielleicht mache ich mal bei Elsword. Eigentlich wollte ich gerade einen PvP-Part aufnehmen, da ich PvP so sehr hasse. Ich dachte, das könnte bestimmt lustig werden für euch. Aber das Ding ist, da meldet sich keiner an. Ich kriege keine Gegner.
Weil ich bin ja aktuell, wie ihr gesehen habt, draußen A-Rank. Also eigentlich dort, wo mit die meisten Spieler sein sollten. Schätze ich jetzt einfach mal. Also A, S-Bereich. Und ich habe einfach keinen Gegner gekriegt. Ach, das ist wieder die. Oh Mann, das stimmt doch eben hier. Mich jetzt verarschen. Na komm schon, jetzt geh doch mal sterben. Please, buff LP. Dankeschön. Ich jetzt mal, bei mir wird erst wieder ein bisschen mehr Elfer kommen, wenn die neuen KWs irgendwann mal kommen. Denn bis dato, ich habe hier nichts zu tun. Weil man kann sagen, ja, du könntest Elia Notzeug farmen, aber nö, keine Lust. Ich könnte die Void-Waffe farmen, aber nö, keine Lust. Da bräuchte ich irgendwie im TS, der mit mir quatscht oder in irgendwas anderem. Muss ja nicht zwingend TS sein. Wo ich das nebenbei machen kann, oder. Dann hat kein Stasisfeld, weil er sich wegteleportiert. Also ist das so arschlangweilig. Das Spiel will irgendwas anderes mit den Kollegen, anstatt mich hier alleine in so einem beknackten Dungeon abzueiern. Einen vernünftigen Titel habe ich ja auch nicht. Das Elianor-Zeug finde ich auch irgendwie so. So richtig ätzend zum Farmen, weil diesen beknackten Stein, die man da irgendwie so einsetzen muss und dann das Ganze so handhabt. Wie gesagt, da bin ich raus, ich habe keine Ahnung davon. Wunderbar. Ich werde jetzt einfach mal schauen, was dieser Dungeon hier so mit sich bringt und er gefällt mir nicht. Das erinnert mich an diese komische Gegend, wo man auch in der Gruppe rein kann, wo auch so ein Ticket braucht, man allein auf einer Stage spielt und dann so viele Monster wie möglich irgendwie versucht zu besiegen. Oh, okay, es geht noch weiter. Wer ist das denn? Ja, hast du. Hennon. Wer zur Hölle ist Hennon? Au. Au. Ja, genau. Sicherlich. Ah, ich glaube, diesen Dungeon werde ich nicht beenden. Hat er hier auch noch irgendwie so eine schöne zweite Phase, wo er noch stärker wird oder so? Ich würde diesen komischen, wie heißt der, Quellenbuff oder so, den noch mitnehmen sollen, wenn ich das hier so sehe. Ah, ja, Kollege, komm, verarsche mich nicht. So. Ja, weil ich will wegspringen und er greift mich halt an. Ja. Ja. Also jeder andere Charakter hat irgendwie K.O.-Schutz, dass er einfach wegrennen kann oder irgendwie so Unsterblichkeit-Modus on. Ja. Also ich sag's mal so, ich habe noch genug Steine, so ist nicht. Das ist nicht das Problem. Ich kann das hier den ganzen Tag machen. Aber ich schätze mal, es ist so ein Dungeon, der wirklich für mehr, also eher für 4 Leute auch ausgelegt ist, beziehungsweise nicht für genervte Charaktere. So. Wie lange ich hier auch brauche, ist ja auch nicht normal. Ich habe die Idee. Tschüss. Oh, wie so eine Aisha teleportiert sich auch noch um.
Erst 32 Leisten. Oh, au. Hör auf, mir weh zu tun. Von wie soll man dem bitte ausweichen? Weil dann macht er ständig irgendwas. Er kann. Ach, gut. Maximale Anzahl Wiederbelebung erreicht. Schön. So muss das. Oh, 10 Minuten verschwendet. Toll. Joa. Damit haben wir den neuen Dungeon dann doch nicht gesehen. Oder irgendwie doch. Oder irgendwie nicht. ja, bla 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 bla. Insofern, dass keine Sprachsynchronisation bekommen, werde ich mir sicherlich nicht durchlesen. Nicht, weil ich dafür zu faul bin, einfach weil das so uninteressant wirkt. So ohne Emotionen und alles. Ja, das war dann. Ich glaube, ich habe ja auch keine Tickets mehr oder so. Ja, Ellen Notwächter einladen, was auch immer das schon wieder ist. Wie gesagt, bei Elsword, ich bin raus. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Und. Ja. Dann würde ich sagen, dass euch das Video an hoffentlich trotzdem ein bisschen irgendwie unterhalten hat oder irgendwas gebracht hat. Jedenfalls sagte ich mir, ach komm, macht mal einen schönen runden Elsword, dann bekommt er dieser Dungeon richtig gleich. Könnt's ja mal machen. Aber ja, war mal wieder eine blöde Idee. Und naja. Mal schauen, was hier noch so kommt. Vielleicht kriege ich irgendwann die Voidwaffe, ich glaube nicht, aber naja. Das ergibt sich alles mit der Zeit. Vielleicht kriege ich auch irgendwann wieder ein bisschen mehr Lust auf Elsword. Aber aktuell ist halt eine richtige Flaute drin, die sich schon seit letzten Jahr durchzieht. Von daher hoffe ich, dass es euch trotzdem wenigstens ein bisschen gefallen hat zuzusehen. Und dann würde ich sagen, haut rein, macht's gut und bis zum nächsten Video.